Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Der NATO-Gipfel in dieser Woche findet in einer bewegten, politisch bewegten Zeit in Europa und in der Welt statt. Und der NATO-Gipfel macht auch deutlich, dass es zur Lösung der Probleme auf uns alle ankommt. In der NATO sind die Staaten Europas und andere miteinander in einem Bündnis vereint. Und zwar in einem Bündnis, das ausschließlich, und ich habe Veranlassung, dies so deutlich zu sagen, nach einigen Äußerungen in den letzten Tagen, ein Bündnis, das ausschließlich defensiv angelegt ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ausschließlich defensiv angelegt ist. Bei Ihnen fällt mir eigentlich nichts mehr ein, nach dem, was Ihre Fraktionsvorsitzende heute in diesem Parlament abgeliefert hat. Sie können, wie wir alle, wirklich stolz darauf sein, dass wir in einer Demokratie leben, wo auch solche Sachen gesagt worden sind, und nicht in einem Land wie Russland, wo die Pressefreiheit nicht existiert und wo Menschen, die anders etwas sagen, was nicht der offiziellen Regierung passt, verfolgt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da dürfen wir stolz darauf sein, in einer solchen Demokratie zu leben. In einer bewegten Zeit also, wo es darauf ankommt, einmal dieses Europa zu stärken und eine Antwort zu geben auf die Konflikte, die uns alle so beschäftigen und belasten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, es ist richtig, dass dieses Bündnis, das defensiv angelegt ist, den Dialog mit denjenigen sucht, die als wichtige Mitspieler auf der politischen Bühne auftreten. Aber es kommt natürlich auch darauf an, dass man die Dinge richtig benennt. Und deswegen finde ich es völlig richtig, Herr Hofreiter, was Sie heute gesagt haben und was auch in Ihrem Antrag steht. Aber was dann als Konsequenz formuliert wird, das ist nicht überzeugend. Wissen Sie, wenn ich in Ihrem Antrag einen Satz lese, Russland muss das Angebot auch annehmen, da kann ich nur sagen, Russland nimmt eben das ein oder andere Angebot nicht an. Und darauf müssen wir auch eine Antwort finden. Es ist ein wenig blauäugig zu formulieren, wir dürfen nicht in eine Spirale der Aufrüstung und eine Antwort auf jedes Manöver geben und dann so zu formulieren, aber Russland muss das Angebot, das wir machen, auch annehmen. Und damit Russland dieses Angebot annimmt, muss auch klar und deutlich gesagt werden, wir sind nicht wehrlos, wenn Verträge mit Füßen getreten werden, wenn Länder überfallen werden wie die Ukraine. Und Sie haben ja völlig recht, das ist noch viel schlimmer als Völkerrecht zu verraten, wie es die Russen getan haben. Die Russen haben den Ukrainer versichert, wenn ihr die Atomwaffen abgebt, sind eure Grenzen sicher. Das ist eine der großen politischen Lügen, die wir erlebt haben in dieser Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das darf nicht einfach mit dem lapidaren Satz, Russland muss das Angebot auch annehmen, beiseite geschoben werden. Richtig ist, dass wir natürlich, da wir politische Lösungen suchen, auch miteinander reden müssen. Aber dieses Miteinanderreden muss, wie es so schön immer heißt, auf Augenhöhe stattfinden. Und dieses Miteinanderreden muss auch bedeuten, dass der andere weiß, dass der Gesprächspartner so stark ist wie er selber auch, damit er nicht auf dumme Gedanken kommen kann. Herr Kollege Kauder, lassen Sie eine Zwischenfrage. Nein. Und deshalb, ja, wissen Sie mal, jetzt will ich Ihnen mal was sagen.
Es muss auch möglich sein in diesem Haus, wenn man eine Redezeit von 10 Minuten hat, mal Gedanken klar zu formulieren. Sie waren dran beim Reden und Sie machen ja sowieso Zwischenfragen, wie es Ihnen gerade passt. Wir müssen klipp und klar sagen, dass wir auf Augenhöhe sein müssen, damit der andere nicht den Eindruck hat, dass das, was er ohnehin schon einmal gemacht hat, andere zu überfallen, damit auch Gesprächspartnern drohen kann. Und jetzt, Herr Hofreiter, kann ich nur sagen, wir wollen alle nicht eine Spirale der Aufrüstung. Aber ich war damals intensiv, Sie wahrscheinlich auch, in der Debatte um den NATO-Nachrüstungsbeschluss. Und was mir dort alles gesagt worden ist, und das Ergebnis war, nur dadurch, dass wir diese NATO-Nachrüstung gemacht haben, wie Gorbatschow formuliert hat, war es überhaupt möglich, einen anderen Weg, nämlich einen friedlicheren Weg zu erreichen. Es ist eben nicht so, dass wir aus der Geschichte nicht lernen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist eine gewisse Tragik, dass Helmut Schmidt dies gesehen und die SPD ihm darin nicht ganz so richtig gefolgt ist. Aber wir sollten die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Und deswegen sage ich, ja, es ist richtig, wenn die NATO demonstriert, wir sind so stark, dass wir uns verteidigen können, aber wir sind auch so stark, dass wir den Dialog führen können. Und der Dialog mit Russland wird geführt. Ich hätte mich auch gefreut, wenn der NATO-Russland-Rat hätte jetzt vor dem NATO-Treffen stattfinden können. Die Russen wollten es nicht. Sie wollen diesen NATO-Russland-Rat erst nachher, okay, aber er findet auf jeden Fall statt. Und deswegen halte ich es für völlig falsch, wenn durch Äußerungen die NATO in eine Situation hineinformuliert wird, als ob sie Aggressionen ausübt. Die NATO ist ein defensives Bündnis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Aggression kam von anderen und nicht von der NATO. Dass die NATO stark bleiben kann, und da hat Thomas Oppermann völlig recht, ist natürlich eine Voraussetzung, dass Europa stark bleibt. Ohne ein starkes Europa und starke europäische Staaten wird die NATO ihre Aufgabe nicht erfüllen können. Da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen diesem Verteidigungsbündnis und zwischen Europa. Und jetzt kann ich nur sagen, dass Europa stark bleibt und in Teilen wieder stark wird, hängt natürlich damit zusammen, dass Europa wirtschaftlich konkurrenzfähig ist. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, zeigt doch der Blick auf unsere innenpolitische Situation. Stark im Wettbewerb kann nur ein Land sein, das sich entschließt, Reformen durchzuführen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben, und zweitens keine neuen Schulden zu machen. Und da kann ich nur sagen, Angriffe auf unseren Bundesfinanzminister, die schwarze Null sei ein Fetisch, das ist absolut nicht in Ordnung. Das haben nicht Kollege Oppermann und andere gemacht, aber aus der SPD ist es gekommen. Und da kann ich nur sagen, die schwarze Null ist kein Fetisch, sondern sie ist eine existenzielle Voraussetzung dafür, dass auch eine neue, junge Generation Chancen in diesem Land und in Europa hat. Und jetzt zu sagen, wir wollen gar keine neuen Schulden machen, sondern wir wollen das in Europa anders organisieren, dann kann ich nur sagen, es war auch eine Stimme aus der SPD, die damals formuliert hat bei Griechenland, der deutsche Arbeiter könne mit seinen Steuergeldern nicht die Renten in Athen bezahlen. Daran muss ich auch einmal erinnern. Und deswegen rate ich dazu, alles in Ruhe miteinander zu besprechen. Und jetzt kann ich es noch einmal sagen, was ich schon in der letzten Debatte gesagt habe. Wir
Nein, nein, Herr Gabriel, das hat nichts mit Wahlkampf zu tun, sondern mit der Realität, die ich jetzt abgebildet habe. Aber wollen wir jetzt nicht vertiefen. Außerdem dürfen Sie von der Regierungsbank gar nicht reinrufen, müssen Sie hier auf dem Platz. Aber lassen wir es mal. Sondern ich möchte nur darauf hinweisen, das ist, und lieber Thomas Oppermann, da sind wir uns ja einig, dass es keinen Sinn macht, Geld in eine Situation hineinzuwerfen, ohne dass man vorher die Strukturen der Situation verändert hat. Und jetzt sage ich mal an einigen Beispielen, wenn wir der jungen Generation keine berufliche Ausbildung ermöglichen und glauben, dass der Facharbeiter nichts mehr wert ist, sondern jeder studieren muss, dann haben wir eine Situation, wie wir sie beispielsweise in Spanien haben. Und da können wir nicht darauf reagieren, dass wir noch mehr Geld geben. Da müssen sich Strukturen ändern, beispielsweise, und für Wachstum sorgen. Oder ich sage mal, wenn wir in Europa zusammenarbeiten wollen mit einigen Projekten und uns Länder wie Frankreich, der Präsident von Frankreich sagt, in gemeinsame Rüstungsprojekte können wir nicht arbeiten, weil die Vorschriften in Deutschland so sind, dass wir Franzosen damit nicht leben können, kann man sagen, ist okay. Aber dann darf man nicht bejammern, dass wir keine Chance auf gemeinsame Wachstumsprojekte in der Europäischen Union haben. Muss man auch mal klar und deutlich benennen. Deswegen rate ich, dass wir in Europa jetzt in aller Ruhe erst einmal die Antwort aus Großbritannien abwarten, dann die Gespräche führen, dass wir vor allem aber uns darüber bewusst sind, dass das, was bei uns zum Erfolg geführt hat, nämlich Reformen und Wachstumsimpulse zu setzen, dass wir diesen Weg auch in Europa beschreiten müssen und dass wir nicht zurückfallen sollten in Rezepte, die sich auch in der Vergangenheit in unserem Land nicht bewährt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und richtig ist auch, dass die Zustimmung zu Europa gerade bei einer jungen Generation davon abhängt, dass dieses Europa Perspektiven für die junge Generation bieten kann. Das, was wir als ein Thema für Flucht in Afrika und anderen Regionen benennen, dass junge Menschen keine Perspektive erkennen, das darf nicht zum Ergebnis in Europa führen. Und deswegen ist es ja auch richtig, dass wir für junge Menschen Perspektiven schaffen. Ich habe darauf hingewiesen, dass dafür notwendig sind Reformen. Wir müssen aber auch, gerade an der Entscheidung, die in Großbritannien stattgefunden hat, da stimme ich Thomas Oppermann zu, klar und deutlich sagen, was es für Konsequenzen hat, wenn man Leuten nachläuft, die populistisch sind und die falsche Aussagen machen, um es mal vorsichtig zu formulieren, oder um was auch der Wahrheit spricht, die Leute anzulügen. Wer Populisten nachläuft, liebe Kolleginnen und Kollegen, das zeigt Großbritannien, der schadet sich selbst. Und dies müssen wir immer wieder deutlich machen. Aber dazu gehört auch, und auch dazu habe ich Veranlassung, das heute zu sagen, es gibt ja auch in einer, oder natürlich in einer Koalition, in jeder Koalition, bei der ein oder anderen Frage unterschiedliche Auffassungen. Und das sage ich jetzt ohne Ironie, das gibt es ja sogar in deiner Partei und in meiner auch. Es ist eben so, dass nicht alle Menschen die gleiche Meinung haben, wäre ja auch wirklich langweilig. Aber eines ist doch klar, und darum bitte ich nur, wir sollten das, was wir jetzt in diesen 2,5, 3 Jahren in dieser großen Koalition gemeinsam erreicht haben und was unserem Land nützt und was den Menschen nützt, jetzt nicht kleinreden, nur wegen Wahlkampf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gab noch nie eine Situation in unserem Land, in unserer Zeit, wo es den Menschen in Deutschland so gut geht wie heute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da können wir doch auch mit einigem Grund sagen, um genau gegen Populisten entgegenzutreten,
Das hat auch etwas mit unserer Politik, auch der Politik in dieser gemeinsamen Großen Koalition zu tun. Und dazu sollten wir uns bekennen. Sie haben dazu keinen Beitrag geleistet, damit es auch mal ganz klar ist. Und deshalb finde ich, dass wir uns tatsächlich zu dem, was wir miteinander gemacht haben und was dem Menschen dient und vor allem, und darauf dürfen wir doch miteinander stolz sein, der jungen Generation in unserem Land, die alle Chancen hat, darauf dürfen wir stolz sein und dies dürfen wir auch sagen. Ja, unser Land befindet sich in einem guten Zustand. Wir haben große Herausforderungen. Aber gerade weil wir wissen, was wir leisten können durch richtige Politik, sind wir zuversichtlich auch für die Zukunft. Nils Ann ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion.